Herzlich willkommen, Freunde, bei einer neuen Folge von ARK Tribe Wars. Mit dabei Arrgh. Ist... Wurstquark. Mit dabei ist der Erik von EMB Let's Play. Willkommen, Wurstquark, Freunde. Dann haben wir mit dabei den Revano von Revano LP. Yeah, hallo. Da unten läuft er, ich sehe ihn genau. Ich leg wieder Kacke in meinen Fass hier. Dann haben wir mit dabei den Onkel von Gamers Check LP. Who the fuck ist Wurstquark? Erik hat gesagt Wurstquark. Ich habe keine Ahnung, was Wurstquark sehen soll. Aua, was ist das? Hier oben. Ach, das steht da oben am Felsen. Mach Dummheiten. Ja, Entschuldigung, ich lass mal die weiter. Und bitte. Zum Schluss haben wir noch mit dabei den Dummwabbler. Hallo, hallo. Hey, hey, hey. Ja, AKA Killer. So, ich denke, das reicht, gell? Ja, genau, das ist so heiß. Genau, das ist mein Name. Gut. So. Dumm ist sein Name. Und sein Programm. Ich glaube nicht. Erik? Ja. Ich habe dir Metall mitgebracht, um meinen Speer wieder zu reparieren. Kann ich dir das nachher geben? In den Smithy, bitte. In den Schmiede. Ich hab Level, liebe Eisernen. Freunde, ihr seht's genau. Sag mal, das ist mal die Heilung hoch, ja. Hoch und runter. So. Ich bin kurz vor Level 12, ich muss jetzt noch irgendwas. Töten. Soll ich dich anessen? Wirklich? Wirklich? Wie viel Level bringt es denn? Nix. Herrlich. Ich wurde vorhin schon von Chris mit seinem Raubvogel angeknabbert, das hat mir gereicht. Mit dem Wurstquarkvogel. Ja, mit dem Wurst, es war echt krass. Ich war unten gerade an der Wurstquarkquelle und wollte mir meine Taschen füllen auf einmal. Ja, ich habe mich gerade hart bewurstet und dann kommt angeflogen und wurstet mich da einfach an. Ja, ich war völlig verwurstet, kurzzeitig. So. Ja, das war echt hart. Von Anpimmeln auf Wursten. Ja, Wursten ist auch kein schlechtes Wort. Ja, ist ja auch eigentlich völlig Wurst. Genau, ist völlig Wurst. Bitte? Gehen wir beide jetzt weiter jagen, was wir eigentlich vorhatten? Was jagt ihr denn? Ja, ich bin schon wieder draußen. Warte am Tor auf mich. Gerannt, geschwind. Bist du rausgeflogen oder was? Oder draußen vorm Tor? Nee, ich hab leider kein Tier. Ich meinte den Killer. Also. Ich bin rausgeschlappt, ich bin einfach rausgeschlappt. Achso. Wir haben doch gar keinen Vogel, oder? Haben wir einen Vogel? Jeder hat einen, aber nicht so jeder. Wie du meinst. Ach so, alles klar, schade. Kleiner Piepmatz. Der war gut, der war richtig gut. Ja, wo ist er denn? Ja. Ja, schade, dass ich jetzt keinen, also jetzt mal im Ernst, es wäre ziemlich cool, wenn wir schon fliegen könnten. Ja, wir können uns gerne so einen schnappen, wir müssen den halt. Aber ich finde es trotzdem irgendwo wichtiger, wenn lieber statt Fleisch oder so Dings gesammelt wird, weil das Fleisch verrottet sowieso über der Nacht. Was denn, Bären? Dass wir immer bloß Fleisch holen, was wir brauchen, oder? Weil ist ja Quatsch jetzt hier. Aber wenn wir es in unseren Vogel reinpacken und ich glaube, da geht ein Fleisch doch erst nach einer Stunde kaputt oder nach drei? Also wenn du morgens schon reingehst, ist es kaputt alles. Also deswegen reicht es eigentlich, wenn man reingeht, die ganzen Tiere füttert und dann mit dem Trike rausreitet und schwarze Beeren und so sammelt, dass man das ganze Gammelfleisch, was normalerweise in die Lasagne kommt oder in den Döner, dass man das quasi dann noch in Narkotik umwandelt, weil davon brauchen wir extrem viel Stuff. Stopp. Ja, aber ich dachte, in der Sand ist nur Pferdefleisch. Was ist da los? deswegen finde ich Fleisch vielleicht ein bisschen sinnlos zu sag schon. Aber zum Level ist es nicht schlecht, wenn man Viecher umbringt, oder? Wenn man sie tötet. Das auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, Powerleveling kannst du mit Dings machen. Mit genau, also ich hab gelb gemacht, ne? Ja, mit Narkotik. Ich bin ja auch erst aber Level. Du brauchst ja Fleisch, für Gammelfleisch herzustellen, für Narkotik herzustellen. Ja, ist richtig. Genau. Und vor allem, also ich habe jetzt gerade eben einfach mal testweise, spaßeshalber, ich habe vorhin dieses Narkotikram hergestellt, ne? Es hat immer ein EP, glaube ich, gebracht, pro Herstellung. Ja. Und da nicht so viel Kram am Start war, habe ich nur 10 herstellen können, also ich habe da nur 10 bekommen. Und dann, als ich dann Level 10 war, habe ich diesen Pot gelernt zu machen, diesen Tripod, ne, war kurz farmen und habe diesen Kochtopf einfach mehrfach gebaut und immer wieder abgerissen und die mit den Ressourcen, die ich durchs Abreißen bekommen habe, dann wieder einen neuen gemacht und so weiter. Cooking Pot meinst du? Genau, der hat mir immer direkt 20 gebracht. Also damit bin ich jetzt sofort fast auf Level 12. Das ist natürlich auch noch ein gutes Style. Ich habe fast 2 Level gemacht innerhalb dieser Offline-Phase gerade eben. Aber du hättest trotzdem den Cooking Pot einfach irgendwo hinstellen können. Ja, ich habe ihn hingestellt, aber dann hätten wir jetzt hier 10 Cooking Pötte stehen. Ich habe ihn immer in meine Basis gestellt und habe ihn abgehackt. Revano, sorry, ich bin gerade voll abgelenkt durch die Erzählung. Ich merke das schon. Du bist also nicht so multitasking-fähig, ne? Na, Mann. Geht's heute nicht. Müde. Aber guck mal. Ein bisschen, ja, irgendwie so neben der Spur. Zu viel Gammelfleisch gegessen, ne?
Ja, oh, zu viel Lasagne. Hm. Setz mal die Brille auf da, dann Dino-Brille da, die ist cool. Was, die kann man aufsetzen? Damit ich dich besser sehen kann. Genau. Ja. Damit ich erstmal besser hören kann hier. Also ich muss sagen, die Microwavers, die haben natürlich die fetteste Basis ever. Das muss ich hier nochmal wiederholen. Microwavers, Quatsch. Ja, ja. Ey, hast du die gesehen? Jetzt erst, die haben doch jetzt gerade erst gesagt, dass die... Wir hatten doch jetzt bei der Sitzung, hatten wir doch... hat die doch gesagt, weil die so wenig haben und so wenig da sind und... Also, ich lade die Tage mal die Basis hoch, weil ich vor deren Tür auch rumgelaufen bin, weil ich diese scheiß Höhle gesucht habe da. Die ist nämlich da irgendwo in der Nähe. Ich sag dir eins, also die haben einen einzigen Zugang mit Metalltor verstärkt und du kommst da sonst gar nicht rein. Also nur dieses Metalltor. Die haben zwei T-Rex mindestens da stehen. Da geht was. Du bist sicher, dass das Microwavers waren? Jo. Okay, pass 100%. Auf, Dumbaga. Ich bin extra nochmal rübergelaufen. Ja, ich schieß den rechten ab. Ja, ich schieß auch mit drauf. Ich muss jetzt mal ganz kurz fragen. Ja. Uns fehlt ein Dings da, Dodo. In der Base, im Lager. Ja, der ist mir hinterhergelaufen. Das ist dieser Eier-Dodo. Ja. Und der steht jetzt hier in der Mitte, weil der ist so blöd. Also hier quasi vor unserem Dodo. Ja. Links, okay. Genau. Ich seh ihn, okay. Hat jemand schon die Dilos gefüttert? Ich hab noch nichts gemacht, ich muss hier gerade... Hat eigentlich noch niemand gefüttert, ne? Weil das sollte man nämlich immer als erstes machen. Also quasi Upleveling. Ich hab deinen Raptor gefüttert, das habe ich wohl gemacht heute. Ah, du bist ein Schatz. Ja, aber der war nicht ganz voll. Ich glaube bis zu 1600 geht. Nein, ich hab deinen Raptor ein bisschen Auslauf gegönnt. Okay. Ohne mich zu fragen, unglaublich. Naja. Wie soll ich dich fragen? Wir haben gestern noch auf YouTube geschrieben, also von daher kannst du ja was sagen. Der Onkel, der wusste ja, wie man den bedient, da bin ich schon ganz froh drüber. Er hat mich damit gerettet, also das Problem war, ich war eingesperrt. Und zwar zwischen so Steinmauern bin ich runtergefallen, das war ein Bug. Können wir dir später mal zeigen, dann hat er mir dann so Leitern und so gebracht. Und hätte er sich nicht beeilt, wäre ich gestorben. Und, ja, ich kenne das. Was ist jetzt? Schwarzer Pfeil. Vorsicht, Revan, du kannst ja kurz das Viech dann noch ein bisschen abschießen. Slingshot ist eben kaputt gegangen. Ah, ich kann es aber noch reparieren, ich habe genug Zeug dabei. Ja, krass, ich war jetzt gerade mal ganz kurz weg, liebe Leute, nicht erschrecken. Ich weiß nicht, was das war, ob ich auf eine Taste gekommen bin. Ich töte eben den Dilofo, der stinkt nämlich. Ja, genau, der. Ich habe ihn vor allem gerade eben angeschossen und er hat es nicht gemerkt. Er hat einfach. Wow, oh, ich dachte, der steht wieder auf. Ist das schön. Kann man die eigentlich nicht mehr killen mit den Werkzeugen hier? Da verliert überhaupt gar kein Leben. Ja, du musst aufpassen, dass du manchmal irgendwie richtig triffst, so den alten Gammler. Mit der Faust, okay, mit der Faust trifft man immer. Pam, pam. Sind die anderen noch da? Hallo? Ja. Ja, alles klar. Ich war jetzt gerade nämlich auf dem Windows-Bildschirm und ich dachte mir, was ist jetzt los? Wer spricht da? Was ist hier los? Ich bin's, der Unknown Man. Der Unknown. Lady Unknown. So. Hast du ihn jetzt endlich tot, aber das ist ein. Ja, das war ja wirklich unangenehm hier mit dem Viech. Wo muss man denn da hintreffen? Ins Auge, damit man ihn dahinter wieder. Wenn du deinen Kadaverkörper armen kannst, triffst du das scheiß Vieh nicht. Guck dir meine übelst durchtrainierten Arme an hier, pass auf. Lass uns mal hier die Schildkröte wegklatschen hier. Die stinkt. Alles klar. Die stinkt nach Hagebutte. Ja, ich riech so ein bisschen her, es ist ja widerlich. Ich hoffe, die lässt noch einen Haufen liegen, dann kann ich gleich mit einsammeln. Ja, vor Angst scheißt sie sich wahrscheinlich ein. Weil ihr die übelsten Killer seid, ey. Level 30, und der kämpft ja mit seinem Level 11 an, weißt du? Naja, ich mach so alle fertig hier. So. Erik, war das richtig, dass ich dir die ganzen Rohstoffe plus den kaputten Speer in den Smitty gelegt hab? Ja, das, was du siehst ja, was das Ding kostet. Mhm. Ja, und das ist natürlich optimal, wenn du die Rohstoffe dann gleich mit reinlegst, dann kann ich die nämlich so schnell es geht fertig machen, weißt du? Wenn ich so einen Metallstein habe, wird das dann ein Metallstück? Nee, den musst du in den Dings legen. In den. Keine Steine mehr. Steine heißt das Teil. In den Schmelzofen. Ah, okay. Kein Holz. Da geht das. Also der ist hier vorne. Und diese Metallteile, die gehen halt nur hier zu schmelzen. Und Vorsicht, da kommt auf dich die sind auch noch sieben Stück drin. Mhm.
Sie kommt direkt auf dich zu, Rima. Hab das Metall da einfach mit hinzugelegt, deswegen wusste ich nicht genau. Na, das bringt so eigentlich nichts, soweit ich weiß. Brauch mehr Fieber. Ja, bewusstlos, Junge. Warte, ich geb den auch noch einen Schlag. Gut geschlagen, Alter. Ein Schlag. Richtig kaputt gemacht. Sack auch noch geben, ja. Wir brauchen unbedingt schwarze Beeren. Alter. Guck mal, der verliert gar nichts, oder? Holz dazu? Nein. Sonst brennt er nämlich nicht. Gut. Weißt du, wer was verliert, Killer? Unsere Axt hier, die verliert dann zustande. Ja, aber jetzt geht's langsam down. Ich hab nichts. Der dreckige Schimpansenkopf, ja. Naja, also wirklich. Onkel, bist du noch da? Ja. Weil den Onkel hab ich jetzt gar nicht mehr gehört. Onkel meditiert. Alter, der verwandelt sich gleich, ey. Ich komm hier. Super Saiyajin. Super Saiyajin Onkel. Hörst du mich? Ja. Der Stern ist fertig. Redlich kacke. Funktioniert gar nichts, ey. Das kann ich alles wieder wegreißen, die Scheiße hier, ey. Oh. Nein, die Scheiße brauche ich. Funktioniert nicht, kannst du vergessen. Ich komme ja nicht, ich muss woanders aufbauen. Den Code benötigen. Scheiße, ja. Ey, das kotzt mich an. Da ist doch so eine Schildkröte, sollen wir die wegklatschen? Ja, ich hab keine Steine mehr, eine Sekunde. Okay, jetzt bin ich ein bisschen aus der Konzentration raus. Erik, meinst du das jetzt ernst, dass ich dich jetzt jedes Mal vor der Aufnahme fragen muss, ob ich den Raptor reiten darf oder was? Nee, eigentlich nicht, aber wäre mir schon lieber, wenn du dir einen eigenen besorgst, weißt du, was ich meine? Weil wenn der drauf geht... Ja. Ich reite ihn deswegen schon nicht. Genau. Wir zähmen nachher einen Onkel, ja? Für dich einen T-Rex. Ein T-Rex, ein Tyrannosaurus Spinus Rex. Genau. 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 Tyrannosaurus Quark-Arc. So, Tyrannosaurus Dodo. Quark-Arc. Oh. So, jetzt habe ich wieder 26. Nee, du bist bei der Stein, Mann, ey. Jetzt können wir starten. Der Weg wird steinig und schwer. Oh yeah. Wo ist das scheiß Krabbelvieh jetzt, Mann? Wegen jetzt dir. Sie ist abgesoffen. Ich glaube, sie ist abgesoffen. Turtle, die kann im Wasser schleben. Schleben? Ich bin mir sicher, dass sie ertrunken kann. Ja, genau. Ey, geh nicht hinterher, da kommt die Piranhos. Oh Gott, Hilfe. Piranhos, genau. Nein, pass auf, ich mache hier dick und doof voll mit den Beeren. Kümmert sich einer von euch gleich bitte darum, dass die Dodos gefüttert werden? Wie sie alle hier stehen. Piranhos, ne. Können wir die nicht besamen oder so? Die Piranhos, Nee, genau. Die Dodos. Die kannst du auch, das geht auch, ja. Besamen. Deswegen haben wir auch einen Dodo, der als Eierständer herhalten muss. Ah, so, alles klar. Das arme Tier, wahrscheinlich völlig verstört. Ach, herrlich. Guck mal, warum ist denn hier kein Tier mehr, Rivano? Was hast du getan? Ja, ich bin hier vorhin heimlich mal lang gegangen mit meiner Slingshot und hab alle getötet. War das etwa ein Fehler? Durfte ich das nicht? Möglicherweise. Man weiß es nicht. Lass grad auf, Smiley. Ah, warte. Machst du hinter mir bitte auch wieder zu? Ja. Weil ich brauch auf jeden Fall unbedingt schwarze Beeren. Boah, ich hab nicht genug Stamina, alles klar. Ich geh zu dem Licht da hinten. Okay, cool. Killer. Bitte. Also, du bist gerade am Kämpfen. Ich habe noch ein Opfer entdeckt. Hast du Spiegel gesehen? Zerstören. Es hat sich im Wasser gespiegelt, ja. Ja, der Typ hat mein Hemd an. Der Typ hat mein Hemd an. Oh mein Gott! Ey, was ist denn hier los? Ameisen! Killer-Ameisen. Ja, irgendwelche Spinnen mit fetten Ärschen, die mich fast totgebissen hätten. Was ist hier los? Ihr habt nicht nach dem Video geguckt. Ich sehe es schon. Natürlich hat die das Video nicht geguckt. Ich kann mich nur entschuldigen. Ich habe, wie gesagt, kein Internet. Gesoffen hast du. Oh Gott, was ist... Du hast kein Internet. Er ist jetzt gerade nicht wirklich. Ich hatte die ganze Zeit nicht. Ich habe ja einen neuen Router bestellt wegen schnelles Internet. Und die haben die ganze Zeit Fehler. Und ich habe einmal Funk und einmal DSL. Und DSL und Telefon läuft noch nicht. Nur Funk ganz schwach und damit bin ich jetzt gerade online. Also es ist gerade so, dass ich noch mit 4000er Leistung habe ich jetzt gerade. Hm. Und wie sieht es mit der Aufklärung aus, mit diesen Spinnen? Was ist das? Ey, das sind Riesenameisen. Ach, Ameisen sind da? Ja, stimmt. Wenn du mal genauer hinguckst. Das sind richtig ekelhafte Drecksviecher. Da gibt es eine Ressource, die heißt Chitin. Brauchst du die für irgendwas? Nimm die mit, auf jeden Fall. Ist hier irgendjemand in der Nähe vom Lager? Ja. Weil ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich will hier die Sachen gerne hier hinschmeißen, nicht dass dann... Der Horny Killte Deluxe. Okay. Wird man leichter, wenn man Sachen herstellt? Ja, klar. Also wenn du 100 Holz hast zum Beispiel und du stellst daraus, was weiß ich, ein Foundation her oder so, dann wirst du leichter, Dann bin ich leichter. Gut, dann brauchst du nicht herzukommen. Okay.
Revano, wo geht's nochmal nach Hause? Da, hier lang, oder? Okay. Da. Willst du schon nach Hause, oder was? Nee, nur rein Interesse halber. Falls da oben ist unsere Basis, ne, da vorne. Ja, ja. Also man sieht sie zwar gerade nicht, aber auf diesem Bergmassiv. Ja, ja, richtig, genau, da wohnen wir. Grüne Eier, von welchem Vieh sind die? Guck doch mal nach, musst du selber gucken. Vom genau. Osterhasen, der färbt die. Genau. Brondo, ach du Scheiße, vom Brondo. Hast du die Eier okay, vom ich darf gleich, ich klau das jetzt und dann darf ich rennen. Ja. Und vor allen Dingen, der wird dich durch die ganze Insel verfolgen. Die Frage wirklich? Ist, warum? Weil die. Lass mal hier so ein. Weil du daraus Rezepte herstellen kannst aus den Eiern, die beim Zähmen weit besser sind. Und lauf! Shit, die Fliegedinger sind da und ich verhungere. Welche Fliegendinger? Ich hab so ein Problem. Diese fliegende Ameisen. Ja, ich kann, hau ab oder soll ich dir helfen? Nee, ich hau ab. Ich hab nicht verstanden, Onkel, was? Ich kann hier kein Wasser hochlegen, von der, wo wir hier sind, kann ich kein Lager. Das ist beschissen hier überall. Weil das nicht gerade runtergeht, sondern schräg runtergeht. Und so weit vor komme ich mit den Wänden nicht. Mit den. Na, sag schon, mit diesem Setch. Ah, dann kommt dann die Nachricht, dass eine Foundation in der Nähe sein muss, was da unmöglich ist. Foundation und dann wird's rot, genau. Die Foundation sollen wir uns an dem weißen Strahl treffen? Wo ist der weiße Strahl? Links, rechts, wo der Bronto gespawnt immer. Ja. Ich glaube oben. Strahl. Oh, jetzt. Also dort, wo der Bronto ist, nur oben auf dem Berg. Da ist ja einmal direkt unten an der Spawn, wo wir spawnen, und einmal oben auf dem Berg ist ja ein weißer. Und jetzt der oben auf dem Berg, wo der Bronto ist. Ja, da komme ich vorbei. Cool. Also da, wo der Bronto ist. Oder sollen wir uns unten treffen, weil das ist einfacher für mich. Kann man, nicht kann man nicht weiter rausbauen mit diesem komischen, Doch, eigentlich mit diesem Steg, mit diesem Catwalk. Mit diesem komischen, wie Catwalk. Ich hab vorhin im Singleplayer was gehabt, das ist, also war eine Art Catwalk, also einfach so ein dünner. Ja, das ist grüne, hier, Holz-Catwalk heißt das, oder Wooden Catwalk. Wooding Selling oder was? Nee. Aber ich glaube, es geht auch nicht weiter. Also ich bin jetzt hier unten, wo der Bronto ist. Ja. Oh, shit. Ja, ich auch gleich. So, ich muss nur erstmal die ganzen Sachen aus dem weißen Strahl rausräumen. Wo ist der denn? Oben auf dem Berg, wo der Bronto ist. Auf die Basis zu. Hello, wo gehst du hin? Ich laufe mir gerade auf die Basis zu. Ich wollte kurz, Warum komme ich jetzt vorbei? Was willst du? Weil du, hier, die Schildkröte gegen den Ameisen warst vielleicht. Ich verstehe dich nicht. Ach so. Die Schildkröte. Wenn du da weiter rennst, wo der Bronto ist, immer am Strand weiter, bis du hinten nicht mehr weiter kannst. Achso, ich dachte jetzt, die haben dich angegriffen oder sowas. Ja, haben sie ja auch. Ich bin weggerannt. Das ist warm heute. Das ist so warm. Da, Level 12. Sollen wir die platt machen? Ja, die hauen wir weg. Wo bist du denn? Du läufst gerade an mir vorbei quasi. Ein Sack doch was. Jetzt kommen die Turtles. Und zwar... Links oder rechts? Bleib einfach stehen. Ja. An welcher Seite? Hier, ich bin neben dir. Hast du was zu essen mit dabei? Ja. Ich tausche mal gerade Frischfleisch gegen, Mach das in den Dino. Ja. Und ich schmeiß dir gerade das Fleisch hin. Cool. Kannst du essen. Scheiße. Kannst du... Verhungere ich wenigstens nicht mehr. Ich sammel die ganzen Tag Kacke. Kannst du Kacke? Okay. Kacke. Also der Bronto hat mir jetzt nichts gemacht. Ja. Kannst du zähmen, den Bronto? Der ist nicht so... Der ist cool. Wir haben kein riesen Gate, oder? Ja, ich damit er überhaupt rein kann. Ich will mal ein bisschen klein sein, ne? Achso, ja, das ist ein Bronto, der wiegt 50 Tonnen. Hab ich man auch braucht extra dieses B-Mod. Weil der so viel wiegt, braucht man ein größeres Tor. Was? So sieht's aus. Da ist nämlich vorne eine Gewichtserkennung drin. Wie die LKWs, weißt du? Cooler Kommentar, Revano. Revano ist geil. Ihr wisst aber, ja, wenn ist halt normal, wenn jemand etwas 50.000 Tonnen, 50 Tonnen wiegt, dann ist der auch dementsprechend groß, ne? Du kannst ja nicht 50 Tonnen auf 1 Meter. Schwarze Materie. Ja, oder einfach so ein Bleimann, ja, da kann man ja auch schon einiges. Schwarze Materie ansammeln. Oder wie heißt Nibbler? Big Nibbler. Bang Theorie kommt jetzt hier. Nibbler, schwarzes Loch, hat eigentlich keine Masse, saugt aber jede Form der Masse auf, egal ich wie groß. Ich komm gleich, ich muss was ist eigentlich, wenn jetzt schwarzes Loch auf der Erde auf einmal auftaucht? Was passiert da mit der Erde? Nichts unbedingt. Also. Kommt drauf an, wo die Öffnung ist. Frag doch CERN. Die sind doch jetzt dabei, dieses Jahr noch den Teilchenbeschleuniger so hoch zu pushen, dass er quasi, wie soll ich das sagen? Ja, es fängt dann an, dass er die doppelte Kraft haben wir letztes Mal, oder? Nee, die wollen ein schwarzes Loch entwickeln, also herstellen. Ja, warum denn nicht? Ist doch gar kein Problem. Richtig aus. Ja. Nee, mach ruhig weiter. Nee, es passt schon. Ich halte mal weiter meinen Mund. Quatsch, zu schön.
Warum? Willst du auch was zu Tern sagen? Nee, ist jetzt mal die Folge gerade vorbei? Ich kann ja gerade hier gar nichts dazu beitragen. Ich stehe ja fernab von euch und bin, ich habe keine Ahnung. Was machst du eigentlich? Habt ihr Fleisch? Ich sammle. In den Feuern vorne muss Fleisch sein und in dem Dilo Verteidigerin ist Fleisch drin. Ich habe mir letztens dazu eine Doku angeguckt, das hieß irgendwie Particle Fiber, und da ging es genau um diesen, ne, wie er gebaut wurde in CERN da, dieses Teil, ja. Und dann eben um die erste Anschaltung, und danach haben sie dann gesagt, dass sie dann in ein paar Jahren das so fett machen wollen, dass sie die doppelte Power haben vom ersten Versuch und dann richtig krassen Scheiß machen können. Also das Problem ist schon vorbei. Das Problem ist, das würde ich gerne sehen. Dieses Jahr, na komm schon, du alter Gammelplatz. Mit dem Catwalk kann man da vorne eine Leiter ranmachen? Das weiß ich nicht, das musst du ertesten. Naja, ich hab keinen Bock, das Ganze zu bauen, weißt du, und dann ist das Material weg. Bau mal eins, bau nur eins. Hallo? Achso, laggy. Wie sieht es denn von der Zeit her aus, wegen der Folge überhaupt? Wir könnten eigentlich was machen. Auf jeden. Also denkt dran, bei jedem vorbeizuschauen, wenn es euch gefällt, und lasst schön fleißig die Däumchen da. Und wer uns noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Bye, Ark. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.